In folgendem Tutorial wird Ihnen die Struktur und Logik des Pool-Projects in der Artemis-Suite nähergebracht. Mithilfe des Pool-Projects können Sie eine Vielzahl an Aufgaben erledigen, wie zum Beispiel das Analysieren von Messdaten. Um ein neues Projekt zu erstellen, klicken Sie auf New. Je nach Lizenzumfang steht Ihnen eine Auswahl an Dokumenten und Projekten zur Verfügung. Nach dem Öffnen eines Pool-Projects erscheinen innerhalb des Projektfensters einige Spalten, die sogenannten Pools. Auf der linken Seite befindet sich der Source Pool, in der Mitte der Analysis Pool und auf der rechten Seite der Destination Pool. Zusätzlich erreichen Sie den Filter Pool und den Statistik Pool über die Pfeilsymbole zwischen den anderen Pools. Bewegen Sie Dateien aus dem Head Navigator per Drag and Drop in den Source Pool. Für jede Datei, die Sie in den Source Pool bewegen, wird eine Marke erzeugt. Marken sind Verweise auf Ihre Dateien. Das heißt, Sie können Marken zum Beispiel durch Schneiden und Filtern beliebig manipulieren, ohne dass sich Ihre Originaldateien verändern. In den Analysis Pool in der Mitte des Projektfensters können Sie per Rechtsklick und Insert Analysen einfügen. Dabei stehen Ihnen je nach Lizenzumfang unterschiedliche Analysen und Einzahlwertberechnungen zur Verfügung, für die Sie auch eine Suchfunktion nutzen können. Unter Properties können Sie nun Einstellungen für die jeweils angewählte Analyse vornehmen. Der Inhalt des Properties-Fensters ändert sich kontextabhängig, je nachdem, welches Pool-Element durch einen einfachen Klick markiert wurde. Um das Ergebnis einer Analyse ausgeben zu können, benötigen Sie noch ein Element im Destination-Pool. Per Rechtsklick in den entsprechenden Pool und Insert erreichen Sie eine Auswahl der Destination-Elemente. Für die Ergebnisanzeige von beliebig vielen Marken wählen Sie den Data Viewer als Destination-Element aus. Setzen Sie bei allen Pool-Elementen einen Haken, die bei der Berechnung berücksichtigt werden sollen. Die Berechnung in einem Pool-Project erfolgt nach der Kreuzproduktlogik. Das bedeutet, dass für jede angewählte Marke im Source-Pool alle angewählten Analysen im angewählten Destination-Element berechnet werden. Mit einem Klick auf das Abacus-Symbol in der Leiste über Ihrem Projektfenster startet die Berechnung. Alternativ können Sie eine Berechnung auch per Doppelklick auf ein Destination-Element, in diesem Fall den Data Viewer, starten. Nun öffnet sich ein Data Viewer mit den Analyseergebnissen als neues Dokument. Mithilfe eines Pool-Projects und der unterschiedlichen Pool-Elemente können Sie Ihre Messdaten auf diese Weise nicht nur analysieren, sondern diese zum Beispiel auch filtern und andere Berechnungen durchführen, indem Sie Elemente des Filter- und Statistikpools verwenden.